So, dann gehe ich erstmal zu Schluppi. Drittes GS, bitte. PH Schluppi 3. So, erster Eindruck. So, willkommen bei meinem neuen Stream-Clip mit einer kleinen Plotbewertung von Schluppi. Da ist auch hier im TS drin. Fleiß aktiviert, das ist sehr schön. Da kann man Jetzt sich alle natürlich Kinder sehen. sehr schön einen kleinen Überblick verschaffen. Wir sehen eine sehr schöne Walt Disney Burg, sage ich mal. Ein Walt Disney angehauchtes Schlösschen. Links sehen wir schon ein geiles Segelboot, Segelschiff. Ja, gucken wir uns mal an jetzt die Details. So, wir kommen hier runter, können reinlaufen. Schöne Dekoköpfe. Landschaft gefällt mir sehr schön, natürlich gehalten. In so ein bisschen mittelalterlich, halt Stein, Holz. Ja, dann halt ein paar Mangas Müssen sein. von Schluppi designt. Ja, hat auch überall signiert. Hast du da ein Programm für benutzt? Die Karten, ja. Okay. Ja, dann haben wir. Das ist ja extrem geil. Der Eine Backofen. Ofen, eine Backofenkarte, ja. Guckt euch, das ist doch mal richtig geil. Eine Backofenkarte, die will ich haben. Was willst du Innovativ. dafür? Die ist gar nicht von mir, aber ich kann dir schnell eine Kopie geben, warte. Wenn sie keine Antikopie hat. Wo ist sie hin? Warte. Auf dem Ofen. Ah, sie hat Antikopie leider. Ah, schade. Okay. Was ist denn Anti-Copy? Ist das wieder was Neues? Das ist, damit kann man Karten schützen und sie nicht kopieren. Das kann der Ersteller der Karte machen. Ah, nice. Neu auf Griefer Games. Wann wurde das so eingeführt? Oh, schon länger her, glaube ich. Ja, moin. Guckt euch das hier. Hier Bierkrüge. Ja, ist ja nur geil. So eine Köpfe suche ich, Leute. Wenn ihr sowas habt und verkaufen wollt, sowas kaufe ich euch ab. Ich war jetzt noch nie wirklich dahinterher, so eine Köpfe abzukaufen, aber in mir habt ihr da auf jeden Fall einen Käufer. Alles, was nach Nicht-Köpfe aussieht und Köpfe ist, so Deko-Köpfe, egal was, das kaufe ich massenweise ab, um halt, wenn ich irgendwann mal mein GS verschönere, dass ich das auch richtig nice ausstaffieren kann. Ja, ein schöner Balkon hier War der Kopf schon mit vorher? Terrasse. Es gibt noch ein paar Secrets. Wurde einfach geköpft. Ja, dann zeigt mir mal die Secrets. Und dann einmal hier lang, bitte. Wir fliegen jetzt mal nicht, ist ja langweilig. Richtig, ich fliege explizit nicht, denn Also es geht natürlich noch ganz weit nach oben, aber. ja, zeigt mir erstmal die Secrets. Warte mal, ich mach die Tür Jetzt. wieder auf. So, Danke. dann gehen wir mal erstmal in die Mine. Und gar nicht auf meinen Nachbarn achten. Dieses Ding da ist gar nicht echt. Welches Ding? Rechts. Einfach nicht umdrehen. Ich Dann habe ist. nichts gesehen. Aber man hat das Kirito gebaut. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Oh nein. Das Das ist zum steht übrigens Beispiel. nicht auf. Das ist meine kleine Mine. Ja. Klein, aber fein. Und dann habe ich noch für Zwieback, falls er mir mal einen Admin-Rand macht, denn Gamakatsu hat gesagt, ich krieg vielleicht einen. Habe ich hier, wenn er hier reintaucht, habe ich hier noch ein kleines Secret. Nicht Ich muss. verrecken. Ich Oh fuck. muss mir mal einen Nachtsichttrank holen. Ach ja, hier ist dunkel, gell? Ich erkenne hier gar nichts. Warte, warte, So, ich gebe dir hier einen ist ein Glowstone. Loch. Ich geb dir einen Glowstone. Oh, meine Augen. Ah, nice. Hast du mir schon gegeben? Ah, hier, Ja. okay. Gut, ja, Meine Augen sind ich habe nämlich schön. hier mal F1, Ah. damit ich hier nicht die hässliche Schrift habe bei GS-Bewertung, damit man hier natürlich alles in schöner Pracht sieht. So, also hier ist noch eine kleine Höhle. Ja, da hinten ist Zwieback beim Start mit zwei Command-Blöcken. Zwiebacks geheimes Kommandoblocklager. Wo sind denn die? Ach so, hier, da. Ja, nice. Ja, ansonsten ist eigentlich das GS sehr schön detailliert. Allerdings will ich noch erweitern, aber dafür bräuchte ich halt ein Merch. Vielleicht macht mir das Zwieback ja. So, dann schwimmen wir mal hier wieder raus. Aber jetzt in der Mine war jetzt kein weiteres Secret oder so, ne? Nein, nein. Das war einfach nur die Mine an sich, Nur okay. die Mine an sich, ja. Das Okay, Boot kann gut. man, glaube ich, auch betreten, so wie die Häuser. Es gibt noch ein Secret, das zeige ich dir gleich. Also eins habe ich noch. So, dann Das ist aber ein bisschen krasser. kommt man hier hoch irgendwie? Nur mit Fly. Und Gibt's nur mit Fly.
Auch aufs Haus selber kommt man auch mit Fly. Es gibt's auf dem Hausdach sind noch Balkone. So, gucken wir uns mal an, wie wir jetzt hier auf das Schiff raufkommen. Gar nicht. Gar nicht. MLG-Proof. Aber wir wollen es uns natürlich anschauen. So, dann gucken wir uns mal hier erstmal die Nationalität an. Könnte Österreich sein, Ja, könnte Schweiz Österreich. sein. Ich bin für Schweiz. Irgendwas mit Ich Weiß bin für und Polen. Rot. Ja gut, Polen geht auch gut. Ich schätze mal Österreich, oder? Österreich. Eigentlich Genau. sollte es Österreich sein. Genau. Weil Schweiz, da glaube ich, hätte man sich mehr Mühe gegeben, um das Kreuz darzustellen. Deswegen Ja. dachte ich mir gleich Österreich. Ja, nice, sehr schönes Boot. Dankeschön. So, dann gehen wir mal wieder ins Haus rein. Erkunden das erstmal von innen. Hat das Schiff auch ein Innenleben? Bitte? So. Ja, ein bisschen. Treppe, Treppe, Treppe. Hier links. Wo? Ach hier. Es ist sehr verwickelt. Ich habe mich selber schon drin verlaufen. Ja, aber so muss das auch sein, ne? Oh, nice. Da bin ich Ein inkompetent. Wickeltisch. Ja. Toilette mit Bad und Tisch. Hier eine Toilette. Ist so Aber die Toilette, Kofferraum. aber ich habe schon bessere Toiletten gesehen, ne? Ich Die weiß, aber ich konnte sie nicht so schön modern. mehr nach Toilette aussehen als das hier. Richtig, richtig, ja. So, okay. Dann geht's hier noch ein Stockwerk höher. Sehr kleine Zimmer, muss ich sagen. Ja, klein, aber fein. Da hier so ein Klein, kleines aber fein. Aquarium. Wo ist ein Aquarium? Ach, hier. Ha, nice. Ja, da musst du noch so einen Rahmen machen mit einem Nero-Schild rein. Ah, gut Verstehst du? hätte. Habe ich Gut bei jemand hätte. anderen gesehen. Jetzt Ja, bist du und auf der dann ersten Dachterrasse. sind wir auf der ersten Dachterrasse. Irgendeiner rauscht hier abgrundtief. Ja, ich höre es auch gerade. Warte, ich stumme mich. Ich stumme mich und dann sagt, ob es noch raus. Jetzt ist Nö, weg. Jetzt ist weg. Gut. Sehr schön, wenn schnell Eine drauf Sekunde, reagiert ich mach wird. kurz. Okay. So, jetzt bist du ganz oben. Geht alles gut? Ja, nice. Gefällt mir sehr. Und jetzt die große Frage. Schematiker? Dieses Haus ist tatsächlich per Hand gebaut, allerdings nicht auf diesem Server. Okay. Und alles selber ausgeknobelt oder hast du? Das ist alles selber ausgeknobelt. Das ganze Haus habe ich selber, also selber gebaut. Okay, gut. Ja, ein Komplett ohne einziges. Vorlagen. Ich habe die Vorlage von meinem alten Haushalt genommen. Ja, aber das hast du auch selber gemacht. Das habe ich selber gebaut, ja. Ja, na dann ist ja super geile Leistung. Ein Haus habe ich noch. Quatsch, einen Eintrick noch. Jo, wo bist du? Am Eingang. Ja, okay. Dreht nicht, wo da explodiert alles. Ah, der Keller. Moment, ich mache auf. Das ist Ach, jetzt hier gönnt ganz sich der Herr anders. also Quarz, ja? Ah, das Dann geht es hier nächste. weiter. Hier sind dann die Reichtümer, ja? Hier sind die Reichtümer, ja. Bisschen Richtig, die modern, Schatzkammer. verstaut. Die Schatzkammer. Okay, nice. Ja, sehr schön. Ja, ich bewerte dieses Plot mal mit 7 von 10 Sternen. Nice. Ich bewerte nicht so wie andere, also so nach dem Motto, ja, man muss nur irgendwas hinklatschen, schon hat man 10 von 10 Sternen. Nee, Also man muss schon 10 individuell. von 10 muss schon krass sein, ne? Ja, klar. Also 7 von 10 ist schon sehr gut, sage ich mal bei mir. Die Sache ist ja auch die, ich will mir ja auch immer ein bisschen Luft nach oben lassen bei solchen Bewertungen. Ich bin absolut zufrieden mit der Bewertung. Warte, ich mache die Tür wieder auf. Moment, das geht von hier. Kommt man denn hier auch durch Treppen wieder hoch oder? Also nur wenn Fly aktiv ist Nein, oder die man mit Tür geht jeden PH. Tag tagsüber. So, jetzt mache ich noch P Middle. Da landet man hier.
Okay. Auf dem Balkon dann so. Also, ja, fast. Und das ist jetzt das Ding, das ich mir nicht angucken sollte, oder was? Der Nachbar mit der Ach, der Nachbar mit Riesenfassade. seinem. Aber das ist leer, das Ding. Ja, das ist so ein typischer Schematiker-Prunkbau, ja. Das ist so, ja. Ich dachte mir, ich mache was Feines. Ja, sowas wie du hast, gefällt mir viel mehr als hier so ein Prunkbau, der mit irgendeinem Schematiker zusammengebaut bastelt ist. Ich meine, Schematiker kann ja jeder. Sieht zwar schick aus, das Ding, aber Richtig, naja, aber du hast wenn's. halt immer im Hinterkopf, ne? Habe ich nicht selber gewonnen. Richtig, genau. Und deswegen, ich weiß selber, wie viel Zeit und Arbeit, Schweiß und Liebe es kostet, sowas im Detail hier herzustellen. Also auch diese ganzen Sachen, ja, bis man zufrieden ist, so eine kleine Insel hergestellt zu haben, mit so einem lächerlichen, vermeintlich lächerlichen Busch drauf oder so. Das baut man dreimal um, bis man zufrieden ist. Und das müsst ihr euch dann überlegen bei jedem einzelnen Details. Die Verteilung der Seerosenblätter. All das, wo häng ich hier, sage ich mal, eine Liane hin und wo nicht, bis das Richtig. fürs Auge gut ist und so weiter und so fort. Hänge ich hier eine Leiter dran oder einen Knopf oder was auch immer. Köpfe. Das sind alles so Details hier. Ein schöner, okay, das ist zwar jetzt eine Erdbeere, aber Ich soll wollte einen keine Apfel Äpfel. darstellen. Sowas verzeihen wir, sowas verstehen wir, sowas akzeptieren wir. Sehr freundlich. Das ist halt Minecraft. Ja, also gefällt mir sehr schön. Also Dankeschön. starke 7 von 10 Punkten. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich werde das als schönen kleinen Plot-Bewertungs-Streamclip hochladen. Coole Sache, danke dir. Gerne, gerne.